Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, wir können mal wieder so ein kurzes Quatschvideo machen. Ich hatte das schon mal gemacht über Serien und dieses Mal quatschen wir einfach mal über ein paar Filme, die ich in den letzten Monaten so geschaut habe, beziehungsweise mit meinem Freund zusammen geguckt habe. Und ja, ich sammle die dann immer in diesem kleinen Buch hier. Und da muss ich jetzt ab und zu spicken. Genau. Und dann ja, erzähle ich euch einfach ein bisschen, was ich in letzter Zeit so gesehen habe und wie mir das so gefallen hat. Falls ihr noch Inspiration sucht für ja, Abende, an denen ihr nicht wisst, was ihr euch anschauen sollt. Es sind keine so top aktuellen Sachen, sondern eher Sachen, die schon ein bisschen her sind. Aber das macht nichts, dadurch wird ein Film ja nicht schlechter. Ja, es ist eine bunte Mischung und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich blende euch hier immer so das Cover ein, wie ich das letztes Mal mit den Serien auch gemacht habe. Und ja, der erste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist Deepwater Horizon. Das ist, keine Ahnung, schon länger her, dass ich den gesehen habe. Und zwar sind wir irgendwie zufällig drauf gekommen, weil mein Freund und ich irgendwie auf dieses Thema kamen mit dem Bohrloch da in Mexiko, wo das ganze Öl ausgeströmt ist. Und ich hatte das halt irgendwie damals nicht mit, ich war da halt noch jünger und hatte das nicht mitbekommen, dass vorher halt diese Bohrinsel explodiert ist. Und dann haben wir halt festgestellt, es gibt sogar einen Film darüber und haben uns den halt dann mal angeguckt. Der war an dem Tag noch, noch auf Amazon Prime, das war aber der letzte Tag und dann zwei Tage später lief der im Fernsehen. Also vielleicht hat ihn ja einer von euch auch gesehen. Wir haben uns gar nicht so viel davon erwartet und dachten, es ist halt wahrscheinlich so ein üblicher Katastrophenfilm, der halt nicht gut gemacht ist. Waren dann aber ganz positiv überrascht. Der hat uns ziemlich gut gefallen, also über einen Mangel an Explosionen kann man jetzt definitiv nicht klagen. Nein, Spaß. Also das ist natürlich, ich fand das sehr beeindruckend, wie schnell das ging, was das für ein Wahnsinns-Inferno war und dass da überhaupt Leute lebend runtergekommen sind. Und vor allem, wenn man halt vorher mal nachgelesen hat, was da genau passiert ist, was die Verkettung war und so weiter, das ist alles im Film drin und das ist sehr gut gemacht. Auch die Personen, die in dem Film vorkommen, gab es wirklich. Es sind natürlich trotzdem irgendwo fiktive Charaktere. Der Mann, der in diesem Film die Hauptrolle ist, der hat sich hinterher beschwert darüber, dass er da so zum Helden hochstilisiert wird, weil er fand, dass dadurch die anderen Leute ein bisschen unter den Tisch gefallen sind, die auch viel geleistet haben in der Situation. Insgesamt fand ich den Film sehr gut gemacht. Ich würde den auch jederzeit nochmal wieder gucken und fand den wirklich extrem interessant, sehr gut gemacht und ja, auch recht kurzweilig. Ich weiß nicht, ob man jede Szene auf Anhieb versteht, wenn man sich vorher nicht durchgelesen hat, was damals passiert ist. Aber das weiß ich nicht, weil ich wusste es ja nur mal vorher. Ja, jedenfalls sehr guter Film und tatsächlich eine Überraschung. Aber von mir aus kriegt er auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann haben wir den Schuh des Manitou gesehen und den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist einer der lustigsten, besten deutschen Filme von Michael Bulli-Herbig. Und den habe ich, glaube ich, keine Ahnung, da war ich noch ein Kind. Auf jeden Fall habe ich den schon tausendmal gesehen in meinem Leben, fand den damals schon extrem lustig und bis heute wieder. Das ist, glaube ich, mit einer der Filme, die ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Und vor allem auch, wenn man, also ich bin halt auch als Kind noch aufgewachsen mit diesen alten Karl-May-Filmen aus den 50ern. Und wenn man die kennt, ist es gleich nochmal lustiger, weil man halt dann auch genau sieht, worauf das anspielt. Ja. War wieder sehr, sehr lustig und falls es tatsächlich irgendwen da draußen gibt, der den noch nicht gesehen haben sollte, ihr müsst diese Bildungslücke umgehend schließen. Ja, das geht nicht. Nee, also bis heute einer meiner liebsten Filme, würde ich sogar sagen. Dann ebenfalls schon etwas älter ist Die Maske des Zorro. Das ist ein Film mit Antonio Banderas und Catherine Zeta-Jones und ich mag beide Schauspieler extrem gerne. Ist ein, ja, sehr lustiger Actionfilm, würde ich sagen. Also der ist natürlich nicht zu vergleichen mit heutigen Superheldenfilmen, aber ja, es gibt Feuer, es gibt Stunts und der ist halt wirklich, wirklich lustig. Es gibt eine Tanzszene mit den beiden, die ich immer wieder extrem gerne gucke und Catherine Zeta-Jones ist eine wirklich tolle Tänzerin und es gibt nicht viele Filme, wo man sie mal tanzen sieht. Und ja, ist irgendwie ein sehr lustiger und sehr charmanter Film. Ja, halt so ein bisschen klamaukiger, Abenteurerfilm, ja, der auch irgendwie gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich finde den sehr gelungen und sehr lustig. Und ja, natürlich ist der halt nicht ganz historisch akkurat, aber das sollte man
ignorieren, ja. Und auch der Zorro selber wird, der alte Zorro wird gespielt von Anthony Hopkins, auch ein fantastischer Schauspieler. Und auch absolut sehenswerter Film. Auch wenn es jetzt nicht einer der besten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe, aber es ist einer von denen, die ich immer wieder gerne schaue. Ja. Dann haben wir Aviator, der ist noch etwas neuer. Ein Film mit Leonardo DiCaprio, wo es um Howard Hughes geht, der ja, exzentrisch war und berühmt geworden ist, weil er sowohl ein sehr großer Filmemacher war und mit den berühmtesten Filmen und teuersten Filmen seiner Zeit gemacht hat und gleichzeitig aber auch Flugzeugingenieur und Pilot. Ja, war ein sehr exzentrischer Charakter, der auch so dann so sehr psychische Auffälligkeiten hatte. Also hat im Laufe seines Lebens sehr viele Zwänge entwickelt und teilweise war er auch ja nicht mehr so fähig zu öffentlichen Auftritten, hat sich sehr, sehr stark zurückgezogen. Es gibt ja auch noch Sachen aus seinem Leben, die gar nicht mit in diesem Film vorkamen. Aber er hat sich teilweise monatelang irgendwo eingeschlossen und ist nicht rausgekommen und hat auch niemanden zu sich reingelassen. Und das gibt, glaube ich, also für jeden, der sich so für auch für psychische Sachen, psychische Krankheiten interessiert und gerne Psychoanalyse betreibt, ist, glaube ich, die Biografie von Howard Hughes sehr interessant. Und da kann man, glaube ich, damals war halt auch die Psychologie noch nicht so weit. Und aus heutiger Sicht kann man da, gibt es da sehr viele Spekulationen, was er möglicherweise für eine Erkrankung gehabt haben könnte. Auf jeden Fall ein wahnsinnig gut gelungener Film. Auch Leonardo DiCaprio ist ein super Schauspieler, der spielt ja häufig so etwas psychisch auffällige Charaktere. Ich bin da immer etwas zwiegespalten, weil auf der einen Seite sehe ich immer Leonardo DiCaprio, weil er natürlich diese Rollen auch alle ähnlich spielt, was ja aber irgendwie auch daran liegt, dass die Nummer alle ähnlich geschrieben sind. Das kann man ihm jetzt nicht anlasten. Ich finde ihn nicht in jedem Film gut. In diesem Film finde ich ihn aber wirklich brillant. Und das ist mit ein extrem gut gemachter Film. Auch Kate Blanchett ist es, glaube ich, die Catherine Hepburn spielt, seine Lebensgefährtin. Und ich kenne sie aus einem alten Film aus den 30ern und sie ist sehr gut porträtiert, finde ich. Also die Besetzung für diesen Film ist auch sehr, sehr gut gewählt. Und ich finde den sehr, sehr gut gemacht, den Film. Und ja, auch wieder eine Empfehlung von mir. Ich glaube, schlechte Filme habe ich auch gar nicht in dieser Liste. Ja, Dunkirk, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen, als der lief, ist also schon eine Weile her. Wir haben ihn mittlerweile auch auf DVD. Da geht es um den Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist das eben, spielt es in Dünkirchen in Frankreich, wo 300.000 englische Soldaten eingekesselt waren, weil die sich dann zurückziehen mussten an den Strand. Und die Franzosen haben die Stadt noch gesichert, während die Deutschen dann aber sie schon belagert haben. Und dann gab es so eine Offensive von den Briten aus, dass sie eben mit jedem Boot, was sie irgendwie greifen konnten, auch mit Fischkuttern und so weiter, dann eben übers Meer gefahren sind, um ihre Leute da rauszuholen. Und das ist ein Film von Christopher Nolan. Und wer schon mal einen Film von Christopher Nolan gesehen hat, weiß, dass der Mann ein Genie ist. Der hat auch an diesem Film irre lange gefeilt. Und das merkt man dem Film auch an. Der hat drei Handlungsstränge. Das eine ist eine am Strand, die Soldaten, eine Woche, dann ein Tag auf See auf so einem Schiff und eine Stunde in einem Flugzeug, in einem Jagdbomber ist es, glaube ich. Und der ist irre gut gemacht, der Film, der ist richtig gut gemacht. Und wir haben halt auch dann recherchiert, wie wir das immer tun, was so die Realvorlage angeht. Und das sieht, also sieht wirklich so aus, wie es damals auch ausgesehen hat, also wie es auf den Fotos von damals wirklich aussieht. Viele wahre Geschichten verwoben. Richtig interessant finde ich die Geschichte von einem Piloten, der wird abgeschossen und gleitet dann noch sehr lange. Diese Flugzeuge von damals, die konnten auch wirklich sehr lange noch gleiten und man hat die dann auch halt auch nicht mehr gehört, weil sie keinen Motor hatten und hat dann aus dem Gleiten noch mehrere Flieger abgeschossen. Das habe ich als unrealistisch empfunden, habe dann aber festgestellt, das basiert auf einer wahren Geschichte, die noch viel unfassbarer war, weil der in Wahrheit war es so, dass der dann nämlich sogar noch weit hinter feindlichen Linien gelandet ist mit diesem kaputten Flugzeug, sich dann alleine wie Rambo zum Strand zurück durchgeschlagen hat und sich dann noch selber gerettet hat. Das war wahrscheinlich selbst dem Regisseur zu krass. Und ja, dass diese unglaubliche Geschichte im Film ist eigentlich sogar die abgespeckte Variante von dem, wie es wirklich gewesen ist. Das passiert nicht oft. Ja, auf jeden Fall ein wirklich, wirklich guter Film, einer der besten Zweiter Weltkriegsfilme, die ich je gesehen habe. Auch sehr beeindruckend, weil ich finde, es ist wirklich greifbar, die Situation, wie sie damals gewesen ist. Auch die Angst der Leute und die Schicksale, die dahinter stecken.
Ein bisschen schade fand ich, der eine Charakter, der am Anfang immer nicht spricht, der bekommt irgendwann eine Identität und dann erfährt man halt auch, warum er nicht spricht. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich, weil dadurch, dass man eigentlich nicht weiß, wer das ist und dadurch, dass er nicht spricht, fand ich das halt eigentlich so gut, weil es könnte halt jeder von denen sein und dass das einfach so ein Standard, nicht Standard, aber dass er eben kein namentlicher Hauptcharakter ist, fand ich eigentlich dadurch erst recht repräsentativ und das ist dann ein bisschen verloren gegangen in dem Moment, wo man weiß, warum, also was hinter ihm steckt. Trotzdem sehr guter Film und hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, dann haben wir einen Film über den Drogenkrieg in, wo war denn das nochmal? In Mexiko natürlich, nämlich Sicario. Den hatte mein Freund empfohlen, weil er den schon kannte. Ja, wer meinen Kanal in letzter Zeit verfolgt, der weiß, dass ich mich für dieses Thema sowieso interessiere. Hier geht es um eine junge Frau, die in einer Spezialeinheit ist und wird dann eben versetzt zu einer Operation gegen den Drogenkrieg in Mexiko. Ich finde den Film sehr gut gemacht, weil der einfach zeigt, wie es da wirklich ist. Der ist sehr gut recherchiert, ist natürlich auch irgendwo ziemlich brutal, häufig unvorhergesehen und wirft ein paar moralische Fragen auf, auch vor allem gegen Ende. Es gibt Operationen, die man durchaus hinterfragen kann und Maßnahmen, die man hinterfragen kann, die aber tatsächlich natürlich von den Amerikanern so durchgeführt werden. Und natürlich ist das eine fiktive Geschichte, ich finde aber, dass die, soweit ich das beurteilen kann, trotzdem einen ganz guten Einblick in die Realität bietet. Und wer sich halt für dieses Thema interessiert, kann sich den Film durchaus mal angucken. Ich persönlich fand ihn jetzt filmisch, ist es halt nicht einer der besten Filme, die ich je gesehen habe und auch nicht einer, wo ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben. Ich finde ihn auch teilweise zu schnell, ich bin da manchmal nicht ganz mitgekommen, was da gerade passiert. Trotzdem fand ich ihn halt unterm Strich einfach mal ganz interessant zu sehen. Ja, so. Und dann haben wir, glaube ich, auch nur noch einen auf der Liste und das ist eine ganze Reihe, nämlich Herr der Ringe. Ich habe mich für Herr der Ringe nie interessiert und hätte mir den wahrscheinlich auch von selber nicht angeguckt, wenn nicht mein Freund immer auf mich eingeredet hätte, dass wir den vielleicht doch mal gucken sollten. Und jetzt so um Weihnachten rum habe ich mich dann mal breitschlagen lassen, beziehungsweise habe dann von selber gesagt, ja okay, ich würde die jetzt dann vielleicht gerne mal sehen. Wir haben jetzt bisher nur die ersten zwei Filme gesehen, das heißt, einer fehlt mir noch. Ich bin aber sehr positiv überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das so gut gefallen könnte. Trotzdem gefällt es mir nicht so gut, dass ich sage, ich muss jetzt die Bücher lesen, weil zum einen weiß ich ja schon, was passiert und zum anderen sind die halt sehr dick, beziehungsweise ich weiß halt, wie viele Seiten da vor mir liegen und so doll interessiert es mich dann doch nicht. Trotzdem finde ich schon, man sollte sich vielleicht Herr der Ringe einfach mal angesehen haben, weil das ist ja so quasi der Urvater der Fantasy und alles, was es heute so gibt an typischer Fantasy mit Elfen und Orks und so weiter und so fort, das geht ja alles auf Tolkien zurück und deswegen habe ich auch so viele Jahre kein Fantasy gelesen, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, es ist halt immer das Gleiche. Du kannst dir halt ja alles ausdenken und du könntest so viel Wesen erfinden und erschaffen, aber es ist immer das Gleiche, es ist halt immer Elfen oder Zwerge und so weiter und im Grunde ist halt alles ein Abklatsch von Herr der Ringe. Und gut, jetzt kenne ich halt quasi auch mal das Urprodukt. Tatsächlich gefällt mir die Geschichte sehr, sehr gut. Auch die Charaktere sind mir sehr sympathisch. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil, wie das jetzt ausgeht, beziehungsweise ich weiß, wie es ausgeht, aber ich habe es halt noch nicht gesehen. Selbst für mich als eigentlich nicht Fantasy-Fan finde ich den sehr gut und ja, ich habe damit nicht gerechnet. Der ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, auch bei vielen Szenen, der muss vor allem im Kino sehr beeindruckend gewesen sein. Und ja, ich bin ja eh dabei, mir so Fantasy zu erschließen. Und dann lag das irgendwie nahe, sich auch diese Filme irgendwann mal anzugucken. Und gerade jetzt halt über den Winter, wenn man mal Zeit hat, dann kann man sich die ruhig mal reinziehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das sind jetzt irgendwie Lieblingsfilme von mir oder so. Ich fand sie aber trotzdem... man kann die einfach gut gucken. Ich würde die nicht gucken, wenn Kinder dabei sind. Und ja, aber für lange Winterabende sehr gut geeignet und eben vor allem für jeden, der sich für Fantasy interessiert. Ja, ich fange an, mich zu wiederholen. Also auch hier positive Überraschung, unerwartet gute Filme. Ja, ich glaube, das war jetzt auch alles, was auf meiner Liste stand. Ich glaube, wir haben... Irgendwas hatten wir doch noch gesehen, was ich jetzt nur schon wieder nicht auf dem Schirm habe. Naja, aber wie ihr seht, es fällt mir nicht ein, also kommt es auch nicht in dieses Video.
Ihr habt mich jetzt auch lange genug wieder reden gehört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns lieber demnächst wieder in einem anderen Video. Und ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß und habt einen schönen Tag und viel Spaß. Und dann bis bald, meine Lieben. Tschüss.